Na, hallo zusammen, mich jetzt wieder heute und verschiedene für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder schauen, ob wir das Rezept der Fiole der Sande bekommen können. Und dazu bin ich hier mal wieder in Boralos bei dem Archäologiehändler. Und ich war wieder mehr oder minder fleißig, habe ein paar Archäologie-Notes aufgesammelt, ein paar mehr, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend müssten wir irgendwo im Inventar hier 50 von den Gedönsamen. Ah, ich habe es auf die Bank gepackt, genau, restauriertes Artefakt, schimpft sich das. Und damit wollen wir jetzt ein bisschen shoppen gehen. Was können wir damit kaufen? Wir können hier verschiedene Archäologie-Gedönse einmal shoppen gehen, hier bei dem Händler in Boralos. Und ich möchte mir wieder 50 von den Tolvir-Sachen kaufen. Und ihr seht schon, All the Things zeigt es schön an. Aus diesen Fragmenten kann ich dementsprechend dann ein Archimie-Rezept kriegen. Und das ist die Fiole der Sande. Ist relativ selten. Jetzt muss ich bloß gucken, halt, dass ich nicht das Falsche kaufe. Hier, das brauche ich, ne? Tolvir. Ja, 50. Und ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja ein wenig Glück. Ja, den richtigen haben wir uns gekauft. Die können wir nämlich öffnen. Da kriegen wir einmal die Fragmente raus. Und mit den Fragmenten können wir dann wiederum das Zeug craften. Warum hat er jetzt nicht mehr gekauft? Irgendwie buggt das gerade ein bisschen nochmal. Also 40 Stück müsste ich noch kaufen können. Ah, da kommt das Tolvir-Fragment. Ich habe schon mal die falschen gekauft versehentlich. Das war ein bisschen ätzend tatsächlich. Gut, 30 haben wir, 20 brauchen wir noch. Ich sag's euch, es ist eh nervig, dass man beim Blizzard-Interface das nicht normal auf 50 gleich kaufen kann, sondern dann jedes Mal die einzeln holen muss, ne? Mit hier TSM kann man das ein bisschen beschleunigen, aber trotzdem leckt es ein bisschen nach. Gut, so, dann haben wir die 50 Dinger. Jetzt würde ich sagen, machen wir die mal auf. Ich hoffe, ich krieg auch ein paar so Artefakte raus. Ja, da haben wir schon mal eins. Das sagt mir da zwar, dass ich sterben werde, aber egal, Hauptsache ich habe so ein Artefakt. Ich könnte mir die auch im AH kaufen, aber wie ihr seht hier auf dem Server, kosten die Dinger halt einfach ein bisschen mehr Gold, 11.000 um genau zu sein. Und das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel für ein so ein Relikt, ne? So, jetzt schauen wir mal, ob wir alle aufmachen können. Ah, wir sind schon am Cap, glaube ich. So, also, wie funktioniert das Ganze? Wir können jetzt diese Artefakte hier einsetzen bei den Tolvir und ich brauche eine bestimmte Geschichte. Ne, das ist auch das Falsche. Jetzt habe ich schon nicht mehr genug. Ich brauche so eine Kanufe oder irgendwie so hieß das. Schauen wir mal, craften wir da mal noch eins. Sandburg. Komm, gib mir doch wenigstens das Item, wo es rausdroppen kann. Noch eine Sandburg. Oh wei, ich glaube, das wird hier eine ganz schöne Nullnummer, kann das sein? Also der Säbel ist auch das Falsche. Ich wollte eigentlich nachschauen, wie hoch die Dropchance ist, ne? Hab's jetzt aber vergessen. Und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt sehen will, weil dann tut man sich nur demotivieren, um das Zeug weiterzufarmen. Ich habe jetzt schon, glaube ich, ja, das müssten jetzt 200 von diesen Dingern habe ich jetzt gefarmt, ne? Also doch einiges. Overall. So, schauen wir mal. Ach komm, gib mir doch wenigstens eine so eine Kanufe. Das wäre zumindest nice. Super, ich krieg 5 Meter an einen Schwertgriff gefühlt. Ich hasse dieses Archäologie-Ding. Da ist sie. Super, jetzt habe ich nicht mehr genug Relikte, jetzt muss ich wieder farmen gehen. Uff, ich sag's euch. Ich sag's euch. Naja, gut. Ich würde sagen, ich gehe nochmal farmen und wenn ich wieder 50 zusammen habe, melde ich mich wieder. Vielleicht kriege ich dann da mal was raus. Ja, es ist eher ätzend, sagen wir es mal so. Euer TLA, bis zum nächsten Mal. Ciao.